Was geht ab, Leute? Erik von VielGamingTV hier und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserem fünften Far Cry 3 Let's Play. Und wir spielen, machen direkt Fortfahren. So. Und ich bin letztens ein bisschen fleißig gewesen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit hintereinander immer wieder neue Let's Plays die ganze Zeit hintereinander aufnehmen. Deswegen habe ich schon mal ein bisschen weiter geguckt und bin aber noch nicht zu meiner Schwester gefahren, also zu dem. Wir wissen ja noch nicht, ob das unsere Schwester ist, aber auf jeden Fall zu der Person, die gefunden wurde im Westen, bei dem Doktor, ich weiß es nicht mehr, Ernie Horst, oder keine Ahnung, wie er hieß, auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall immer noch hin, und das werden wir jetzt tun. Ich habe fleißig Funktürme erobert, habe schon eine schwarze Pistole, wie man jetzt gerade schon sehen kann, und wundere mich gerade echt, wo ich bin. Aber wir laufen jetzt direkt mal los. Gucken auf die Karte erstmal. So, das Gebiet habe ich alles schon erkundet. Und hier müssen wir hin. Zu Dr. Ernhards Haus. Markieren wir uns direkt. Und jetzt suchen wir erstmal ein schönes Autochen. Ja, wo ist denn hier ein schönes? Da haben wir schon unser schönes Auto. Und schwuppsdiwupps rein in den Jeep. Und let's fetz. Da vorne haben wir direkt Gegner. Die nehmen wir mit, Leute. Frontal da reingefahren. Schnelles Wendemanöver. Dann mal aussteigen und dann geht's los mit der Knalle. Muss ich mich auch schon wieder heilen, weil ich keine Munition mehr habe. Aber den holen wir uns. Außenrum gesprintet, durch den Busch von hinten, Kehle durchgeschnibbelt und weiter geht's. AK wollen wir nicht, obwohl können Sie die Knarre immer wiederholen im Waffen-Store oder in unserem Waffenlager bei uns in unserem Häuschen. Wir steigen wieder in unsere geile Ghetto-Karre ein. Und los geht's. Ja! Yeah. Da kommen direkt schon wieder die nächsten. Kennen wir ja schon mittlerweile. Oh, wir sind ja direkt im Lager drin. Die sollen sich mich mal ruhig alle in Ruhe lassen. Ich muss jetzt nämlich erstmals bei mir in meinen Unterschlupf. Obwohl, warum fahre ich da überhaupt so lange? Steigen wir doch direkt mal aus. Obwohl, brauchen wir noch nicht mehr. Karte auf. Nehmen wir den Unterschlupf, der ist näher dran. Und ab zur Schnellreise. Zack, Schnellreise. Lädt. Und lädt immer wieder. Und lädt 5 Stunden lang. Kennen wir ja mittlerweile schon. Mann, da gewöhnt man sich, glaube ich, nie ran an das lange Laden. Deswegen. Mein Gott. Da sind wir. Bei uns im Lager, direkt an den Waffenschrank, an den Waffen. Ja, was kann man sich denn hier schon kaufen? STG 90. Habe ich sogar schon freigeschaltet. Was ich sehr gut finde. Machen wir doch direkt mal anpassen. Hauen wir uns erweitertes Magazin drauf. Ja, sicher. Rotpunktvisier. Hauen wir uns auch drauf. Anbringen. Maximale Anzahl der Aufsätze. Ödland, Tarnung. Was machen wir für eine Tarnung? Rot, Gefahr. Ödland, mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Schwarz sieht da doof aus, schwarz sieht da normal aus. Rot nehmen wir. Wir machen die mal rot. Rote Tarnung drauf, schwuppsdiwupps. Was machen wir? Wir nehmen das Iron Sight, wir nehmen kein Rotpunktvisier. Ausgerüstet, habe ich hier ausgerüstet, habe ich glaube ich nicht ausgerüstet. Mal direkt Sturmgewehr, STG, ausrüsten. Wie kann man sich diese Waffenspots noch freischalten? Würde ich gerne wissen. Muss doch irgendwo gehen. Dann machen wir mal Schnellverkauf. Ja. So, mal direkt alles verkauft. Was kann man noch gucken? MPs, Munition. Wahrscheinlich geht's bei... Entweder hier, Munition... Weiß ich nicht. Sturmgewehrmunition. Füllen wir direkt mit auf. RPG, Leuchtpistole, Pfeile, Flammenwerfer, Granaten, Molotow.
Mine, nee. Obwohl, Inventar auffüllen. Die Munition für alle ausgerüstet, nee, wollen wir nicht. Karten, Konsum, Spezielles. Gehen wir mal ein Spezielles rein. Ah, das kann man natürlich auch hier ausrüsten. Mann. Ja, Spezielles ist es auch nicht. Ah, wo kann man die denn? Wohlkörperpanzer machen wir direkt mal mit. Zack. Körperpanzer angebracht. Karten, Beutel, Beute, Beute, Objekte. Objekte, Objekte. Objekte, nee. Wer das von euch weiß, der könnte mir da vielleicht einen kleinen Tipp geben, wie man mehr Waffenslots bekommt. Also, dass man mehr Waffen mitnehmen kann. Aber vielleicht müssen wir auch erstmal ein paar Missionen dafür machen. Wir beeilen uns, rennen los zum nächsten Auto und dann geht's ab in den Westen. Wir wollen keine Zeit verlieren, wir wollen uns erstmal die Waffe angucken. Machen wir gleich rein in unsere neue Karre, Ghetto-Karre und dann auf in die Wildnis. Zu unserem weißen Viereck, unser markierter Punkt, da wollen wir hin. Wir driven über die Insel. Locker und easy im Lowrider. Lowrider. Takes a little higher. Ja, schöne Gegend, sehr schön, sehr schön. Schön über den Strand pezen. Bisschen durchs niedrige Gewässer. Oh, da hätten wir fast das Täuschen hier mitgenommen. Jo. Da hinten müssen wir hin. Das ist ja noch ein weiter Weg. Ich gebe alles und fahre so schnell, wie ich kann. Aussichtspunkt. Schön die Reifen durchdrehen lassen. Habe ich den schon eingenommen? Direkt mal gucken. Habe ich schon. Warte, da war irgendwas zu sehen. Ein Boot. Boot ist gut. Da kommen wir vielleicht schneller an unser Ziel. Steigen wir hier aus. Lass den Wagen hier im Schatten stehen. Boah, geile Waffe. So, und dann... Ah, das ist kein Boot, das ist ein Jetski. Rauf aufs Jetski. Und los. Natürlich habe ich mich gerade eben schon auf der Karte vergewissert, ne? Ein bisschen geguckt, wo wir am besten langfahren. Und ich meine, das wäre der beste Weg gewesen. Außen um die Insel rum. Mit unserem schönen Jetski. Durch niedrige Gewässer. Oh, da bin ich auf Grund gelaufen. Das wollen wir natürlich nicht. Fahren wir mal schön hier außen um die Insel. Ja. Wieder auf Grund gelaufen. Macht nix. Absteigen. Und der Jetski wieder ins Wasser stoßen. Schwups. Schwups. Aufgestiegen. Rein ins Wasser und los geht's. Hier kann man, glaube ich, nirgendwo hoch. Das sieht nicht gut aus. Sieht auch nicht gut aus. Hier auch nicht. Hier sieht es schon besser aus. Hier fahren wir direkt mal an Land. Voll auf Grund gesetzt. Schön an den Strand. Und dann latschen wir mal weiter. Ist doch noch gar nicht geschossen. Warum ist meine Munition schon halb leer gewesen? Wir laufen schön durch die Wildnis. Boah, ich dachte, da greift mich an, das Viech. Das Viech hat mich fast angegriffen. Mann, was machst du denn für Geräusche? Du bist doch keine Ziege. Oder bist du doch eine Ziege? Doch, irgend so was ähnliches. Ich höre schon wieder Schüsse hier irgendwo. Interessiert uns aber jetzt nicht, weil wir wollen in den, zu diesem Haus. Ist ja da oben auf dem Berg. Ist da oben auf dem Berg. Auto wäre nicht schlecht, egal. Dann laufen wir halt. Laufen ist gesund und fördert die Ausdauer. Und ja, da hinten brennt ein schönes Feuerchen. Was sind das denn für komische Dinger? Die Tausendfüßler-Wind.
Spindeln. So. Hier ist schon wieder eine Seilbahn, da können wir gleich runter surfen. Oh, schöner Wasserfall. Wollen wir eine kleine Klettermission starten? Klettern wir mal hier durch das Dickicht, durch den Wasserfall nach oben. Wenn ihr irgendwie hier hochkommen. Sind wir auch schon fast oben. Ja. Genau, die Waffe hätte ich gerne. Hier darf man keine Waffe haben. Mach mal nochmal. Da ist eine schöne Stelle. Für einen kleinen Körper. Geronimo! Wahrscheinlich nicht tief genug das Wasser. Egal, wir gehen weiter. Schönes Häuschen, muss ich schon sagen. Drücke Start. Drücke Start. Dr. Ernhards Haus. Okay. Geheim. Bevölkerung. Da kann ich mich wahrscheinlich ein bisschen schlau machen. Über verschiedene Sachen. Das wollen wir jetzt gerade nicht wissen. Wir wollen nämlich zu Dr. Ernhard. Wo ist er denn? Da rein. Und speichern. Drogen! Kann man das auch rauchen? Gefällt. Alter, was bist du denn für eine Zombie-Sau? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Aha. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Lage. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Sie ist in seinem Haus. Okay. Gehen wir mal da rein. In seine kleine Drogenhütte hier. Omas Geschirr hat auch noch. Hä? Was ist das denn? Ah, da kann ich Waffen. Wir gönnen, aber wir gehen mal bergauf, wollte ich sagen. Ins Kinderzimmer. Da liegt sie, Daisy. Die sieht ja hübsch aus. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Oh, oh. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Höhlenpilze? Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und da hinten liegt was. Das will ich noch aufheben. Nix Tür zu. Ich wollte das aufheben. Mein Gott. Dann geht's ab. Dann gehen wir hier raus durch die Scheiße. Pilze in der Tiefe. Alles klar. Dann auf. Suchen wir mal ein paar Pilze in der Tiefe. Wieder zu unserem schönen gelben pulsierenden Punkt. Einfach quer durchs Dickicht auf der Suche nach ein paar Pilzen. Lecker. Knollenblätterpilze. Wo sind die Pilze? Ich brauche Pilze.
Die sind doch nicht im Westen. Ist doch egal, wo die sind. Hauptsache, wir kriegen Pilze. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Oh Gott. Ja. Dann wollen wir mal schnell ins Wasser jumpen. Voll ins Wasser. Wieder ein bisschen hoch, ein bisschen erstmal Luft schnappen hier. Schneller schwimmen, alles klar. Und dann geht's runter und dann schwimmen wir mal schnell durch die Höhle hier. Schneller, schneller! Und da geht's schon wieder raus. Na komm, muss er doch irgendwie... Boah, wäre ich hier fast erstickt. Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Klettern. Alles klar, klettern wir mal hier hoch. Schubsdiwupps durch die kleine... Todessprung. Oh nein. Köpper! Jawoll! Schnell wieder hoch. Ich sag nicht, wir müssen hier wieder hochklettern. Jetzt müssen wir hier wieder hochklettern. Die Scheiße. Meine Güte. Was man nicht alles so tut für so ein paar Pilze. Hier wieder durch. Da geht's hier wieder lang. Der nächste Sprung oder was? Ne, da geht's da wieder hoch. Ja, noch ein Stück höher. Wir sind verloren in der Pilze. Alter, was ist das denn? Stinkmorcheln? Stinkmorcheln! Wow, voll auf Droge. Was ist das denn? Ist doch hypergierig. So. Das ist mal neu. Oh ja, das ist neu. Oh, jetzt haben wir noch Wasser über den Kopf gekriegt. Schneller, schneller, schneller. Ich persönlich mag ja die Roten. So, ich würde aber sagen, wir beenden das Let's Play jetzt hier. An dieser Stelle. Du bist wach. Also wenn wir da... Vielleicht nicht ganz. Alles klar. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle beenden wir das Let's... Ich fliege. Ich würde mal sagen... ne, das Let's Play beenden wir jetzt noch nicht. Wir fliegen jetzt erstmal noch hier hoch. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Alles klar. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Was ist das für komische Drogenpilze? Mit dem Rest von unserem Urlaub. Gib mir mehr! Alles klar. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Jetzt geht's auch noch los mit den schönen bunten Farben. Da springen ja noch rosa Elefanten durch die Gegend. So wie eure Freunde. Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Da ist eine Hütte. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? So, alles klar, das Haus haut ab für uns. Ich möchte sagen, wir beenden das Let's Play an dieser Stelle. Und dann sage ich, schaltet auch morgen wieder ein, wenn es an dieser Stelle weitergeht. Bis morgen, ciao.